Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Spore. Ich weiß gar nicht, Sammelstücke. Ach ja, die ganzen Sammler müssen irgendwie... mit einem Sammelstock. Ne, du nicht. Was passiert? Was machen die denn da? Hallo? So. Haben wir jetzt alle Sammelstöcke, die die sammeln? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, jetzt haben wir noch drei und jetzt brauchen wir noch einen Stammes. Alter, da ist er ja. Ey, ihr dürft gerne weiter sammeln. Nee. Hier, das. Ja, aber irgendwie... Drei Leute haben keinen Sammelstock. So. Was wollen die? Winken die da gerade? Geil. Keine Ahnung, ob es das Richtige ist oder nicht. Yeah. Ja, ich würde sagen, es war das richtige Instrument, aber irgendwie nur eine 6. Ich weiß auch nicht, wonach die das eigentlich benoten. Wie schnell man klickt oder... Nur eine 4? Das ist aber nicht nett. Hast du einen Sammelstock? So, probieren wir das Ganze nochmal. Mit 4. Ich gebe nicht auf. Ich weiß auch nicht, ob es die Masse macht oder nicht. Keine Ahnung. Ach, die zeigen auch andere Instrumente an. Ha! Ha! Ah, okay. Nein, du bleibst hier. Hä? Okay, die zeigen noch ein anderes. Die zeigen noch dieses Instrument an. Achso, ich dachte schon, der verbrennt sich gerade. So.
Achso, Stammesplaner. Klicke auf das Zoom, bla bla bla. Wissen wir doch. So. Wahrscheinlich haben wir jetzt ein Didgeridoo zu wenig, weil die zeigen ja das ab und zu drei an, aber es ist mir gar nicht aufgefallen, dass die andere Symbole anzeigen. So. Das meine ich mit drei. Ah. Nein! Ein Fehler erlauben die mir. Was ist das da für ein Schatten? Ich ignoriere mal gekonnt eben das Raumschiff. Ist doch okay, oder? Das macht mir ein bisschen Angst, das Raumschiff. Tatsächlich. Habe ich jetzt so viele wenige Rasseln? Komm schon. Oh. Was macht denn hier das? Was macht das da? Das. So, wir brauchen noch einen davon und einen davon. Aber erstmal ist Happa Happa angesagt. Aber das Raumschiff macht mich ein bisschen nervös. Kann ich jetzt hier mit Außerirdischen rechnen oder was? Verstehst du? Warum essen die denn alle nicht? Wir haben alle gegessen. Okay. 1, 2, 3 Didgeridoo. 1, 2, 3 Rasseln und Stammesältester. So, jetzt aber. Wenn das jetzt nicht klappt, dann weine ich. Ich habe wahrscheinlich auch zu viele Sammler mittlerweile. Wieso drücke ich denn das Falsche? Ah. Jetzt waren sie nur im Didgeridoo. Wollt ihr mich verkackeiern? Okay. Ich habe eine Musikband. Achso, wir müssen noch Best Friends werden. Wir sind ja jetzt nur blau. Nochmal zurück! Oh, unser Dorf wird angegriffen. Alle Speerträger werden und Attacke. Keine Ahnung, ob das das bringt. Ich weiß nicht mehr, wer eine Fackel hat. Wir sind wie die Furien. So, nicht auf jeden Fall so. Sind das meine Sammler gewesen? Ach, jetzt blick ich hier gar nicht mehr durch. Also, da ist einer mit einer nach durch.
Sammelt denn jetzt noch irgendeiner? Nein. Wir waren zwei Sammler haben. So. Da ist einer mit einer. So, der hat noch ein Digi-Digi und der. Der hat auch. Raumdorf möchte deinem Stamm etwas schicken. Klicke auf den Korb, um dein Geschenk zu. Wo sind die denn? Also, wo ist mein Geschenk? Oh, kommt das jetzt? Okay, dann warten wir noch eben. 1, 2, 3. 1, 2. Da, okay, doch. Alles klar, das ist da meine Truppe. Ohne dich. Dankeschön! Voll süß. Was ist denn das? Das Zeandorf. So, wir müssen jetzt erstmal Best Friends mit dem pinken Dorf werden. So, wir haben jetzt echt zwei Sammler. Boah, ich blicke hier nicht mehr durch. Habe ich jetzt mein ganzes Dorf gerufen? Okay. Das sollte ja nicht mehr so schwer jetzt sein, ne? Hoffentlich. Jetzt nur. Nice. Wow. Das schreckt mich doch nicht so. Noch mehr Freunde. Juhu. Eigentlich hatte ich den Ton auch bei der letzten. Das letzte Mal noch ein bisschen leiser gestellt, aber wird ja dann wohl nichts. So, wir haben wieder was dazu bekommen. Alles klar. Schenken die uns jetzt auch was? Ach so, wie soll man quasi Farben? Du hast das Pinkdorf. Ach, braun ist eine Farbe die ganze Zeit, ne? Das, ich denke die ganze Zeit, das ist ein Name oder so dergleichen. Zu deinem Verbündeten gemacht. Deine Stammestotem wurde ein Totemteil hinzugefügt. Die Werkzeuge und Outfits deiner Verbündeten erscheinen nun in deinem Stammesplaner. Wie das mit den Sozialisierer eine wilde Kreatur funktioniert, das weiß ich allerdings immer noch nicht. So, jetzt können wir ja wieder ein bisschen was basteln. Was haben wir denn? Wurfspeere. Ich weiß, wir haben überhaupt keine Holzhörner. Kann man die Sammelstöcke eigentlich. Ich will es nicht verkaufen, ich will es woanders hinsetzen. Aha. Holzhörner. Und ich will eine größere Musikband sind. So, jetzt kann die sich. Wartet mal. Ach, ich bin hier wieder nicht durch. So, ihr holt euch jetzt Wurfspeere und ihr holt euch diese Schweißbrenner. Mit dem, der ist jetzt erstmal was. Ich hoffe, das machen die automatisch, weil ich habe da echt nicht so Lust, mich die ganze Zeit drum zu kümmern, tatsächlich. So. Was für Braundorf haben wir jetzt? Pinkdorf. Xiandorf. Nee, irgendwie müssen wir nach da. Das ist aber gerade diese epische, tolle Kreatur. Und noch eine. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Haben wir denn noch Sammler? Ja, ohne Sammelstöcke. Ändern wir gleich mal. Okay. Jetzt sind die schon ein bisschen nicht mal unpissig an auf uns. So, jetzt kommen die zwei Sammler mal eben hier hin. Die brauchen nämlich. Wo sind die denn jetzt hin? Da, die Sammelstöcke anstatt.
das, was sie gerade haben. So, der zweite muss das auch mal eben anlegen. So, und dann könnt ihr weiter sammeln. Ja. Dann machen wir das jetzt so. Wie viele haben wir hier? Die rüsten wir jetzt mit Musikinstrumenten wieder aus. Und versuchen dann das Xion-Dorf. Von mir zu überzeugen. Ja. Die zwei, die sammeln sollten, ne? Der hat einen Sammelstock und der hier? Der hat auch einen Sammelstock, okay. Alles gut. So, die sind alle am Mampfen. Und jetzt geht's aber zum Xion-Dorf einmal und, hier. Nochmal Freundschaften bilden. Mal gucken, ob das klappt. Oh, was hört ihr denn so gerne, ha? Das klingt nicht so cool. Wir haben jetzt immer nur zwei Musikinstrumente. Die wollen nur ein Didgeridoo. Ihr seid langweilig. Klappt aber. Ich habe den Eindruck, der ist ein bisschen verschreckt. Was machen die jetzt bei uns? Was? Ich weiß gerade nicht, welche wilden Tiere mich angreifen wollten. Ob jetzt... Ich frage mich auch, ob man diese Riesenviecher, ob man denen eigentlich einfach aus dem Weg gehen soll oder eher nicht. So. Auf geht's wieder, Freunde. Wo? Oh. Du wirst doch irgendwann aussterben. Hoffentlich. Ich habe nämlich sau Angst vor dir. Hallo. Gut, dass wir die dabei haben. Oh oh. Oh oh. Die greifen das echt an. Ich habe aber gar keine Waffen. Ihr werdet noch aussterben. In der nächsten Folge. So. Wir machen das mal eben nochmal ordentlich jetzt. Wir hoffen auch alles zu treffen. Crazy.
war mir ein bisschen zu sehr, ja, die wollen zu viele Pfeifen. Nun gut, dann überzeugen wir die eben in der nächsten Folge von mir, hoffentlich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.